vor 5 bis 10 Jahren hat es angefangen und es sind immer mehr Frauen in die Industrie geströmt, um quasi feministische Pornoprojekte umzusetzen, oder die zumindest selbst identifizierte, überzeugte Feministinnen sind und da auch ganz bewusst versuchen, ihre Vision in ihren Pornofilmen umzusetzen. Also es passiert schon und das ist auch so weit, dass es nach diesen Jahren schon wirtschaftlich schlagend ist. Also die machen sich ganz gut, deren Unternehmen wachsen. Bei den Poor Yes Awards wagen sie nicht das Unmögliche, sie zeigen viel eher den Leuten, die glauben, dass es sich um etwas Unmögliches handelt, Pornografie und Feminismus zu verbinden, dass das schon längst verbunden ist und dass das keineswegs Antagonismen sind, sondern eigentlich schon längst eine glückliche Beziehung oder dass das zwei Begriffe sind, die sich ganz anders artikulieren lassen, als es so im Allgemeinverständnis der Fall sein muss. Die versuchen vielleicht eher eine Repräsentanz für etwas zu finden, bei dem Leute glauben, es existiere nicht oder könne nicht existieren. Erica Lust ist ein sehr schönes Beispiel für die Verbindung zwischen Feminismus und Pornografie. Man muss natürlich hier immer fragen, welcher Feminismus und welche Pornografie. Also sie passt wohl eher in so einen Lipstick-Feminismus rein. Aber sie sagt auch ganz offen, dass sie auch Filme macht für unabhängige Frauen aus Großstädten in den 30ern. Die Ästhetik lehnt sich auch an sowas an. Und entsprechend sehen auch ihre Filme aus. Das mag nicht jedes Menschen Sache sein, aber ich finde, das ist ein erfolgreiches Beispiel, wie solche Filme umgesetzt werden können, wie sowas auch wirtschaftlich funktionieren kann. Also das ist auch eine Frage, wenn man das immer nur macht als Einzelprojekt, akkommerzielles Projekt, ob man die Industrie tatsächlich challenged in der Art zu produzieren und auch Geschäfte zu machen, wenn man nicht dieses Modell auch erfolgreich umsetzen kann. Femporn hat ja nicht jetzt über Nacht das Rad neu erfunden quasi oder gleich was komplett Neues entdeckt. Die mussten sich auch langsam wegbewegen von etwas. Also im Film baut man ja immer auf Konventionen auf, die schon existieren. Und auch wenn man sie verändern will, ist das das, mit dem man mal arbeitet. Man kann schon versuchen, ganz weg von etwas zu kommen, aber das sind die Bilder, die wir kennen. Und um zum Undenkbaren zu gelangen, braucht es oft mehrere Schritte, um sich langsam dahin zu bewegen, wo man natürlich dann auch selbst wieder in alte Muster, Stereotype und so weiter verfällt. Und wenn man die ersten Femporn-Beispiele ansieht, die hat man damals gefeiert als was komplett Innovatives und wow, das ist so neu, das ist so weit vom Mainstream. Wenn man es aus heutiger Perspektive sieht, würde man sagen, würde man vielleicht gar nicht mehr erkennen, was da bildsprachlich anders ist als am Mainstream-Porno. Aber das war halt eben das Ding, Schritt für Schritt, an dem hat man wieder gelernt, man geht den nächsten Schritt. Man kann, wenn man mit so etwas arbeitet, darf man keine Angst davor haben, auch Fehler zu machen oder nicht alles auf einmal hinzukriegen. Und mittlerweile haben sie schon einen weiten Weg hinter sich und kriegen das schon besser hin. Aber wie gesagt, das ist, ja, es ist eine Reise und die noch nicht vorbei ist. Es steckt eigentlich noch in den Kinderschuhen, möchte ich nicht sagen, aber es ist noch ein sehr junge Sache. Ich bin der Meinung, dass wir uns bei vielen Dingen nicht entscheiden müssen für ein Entweder-Oder. Das ist genauso wie die Frage, sollen wir an der Seite der Repräsentation, am Sprachgebrauch ansetzen oder sollen wir das bleiben lassen, weil es wäre viel wichtiger, wirtschaftliche oder andere politische, strukturelle Fragen zu klären. Ich glaube, das ist so wie zu sagen, ich habe einen Schnupfen, deshalb kümmere ich mich nicht um meinen eingerissenen Zehennagel. Das ist irgendwie absurd. Ich glaube, wir haben für alles genug Menschen und genug Zeit und die Menschen, die Dinge am besten können, oder tun wollen oder einen gewissen Background haben, wo sie gut hinpassen, können sich damit beschäftigen. Also ich glaube zum Beispiel, ich sehe das, mich interessiert das Thema sehr stark und ich glaube, wenn ich mich als Mann im Feminismus bewege, ist es auch das Beste, was ich tun kann, meine Rolle als Mann in der Gesellschaft, meine Rolle als Mann im Feminismus zu reflektieren, also mich selbst reflektiv ranzuwagen, zu versuchen, zu überlegen, wie bin ich selbst in einer privilegierten Position verhaftet, wie kann ich damit umgehen, trotzdem Teil einer Bewegung zu sein, die versucht, diese Sache zu verändern und kann auf diesem Weg auch versuchen, Männer davon zu überzeugen, dass auch sie Feminismus brauchen, um männliche Stereotype aufzubrechen, dass das zu guter Letzt dem feministischen Projekt zugutekommt, aber auch ihnen selbst. Ich glaube, dass sich viele gesellschaftliche Machtverhältnisse, die sich so zum Beispiel auf einer beruflichen Ebene, auf den Karriereleitern von Männern und von Frauen, in den Repräsentationsverhältnissen, in was weiß ich was, Vorständen, Führungspositionen, dass die Grundlage der Machtverhältnisse für diese Probleme ihre Grundlagen auch zeigt auf der privaten Ebene. Das können wir nicht voneinander trennen. Und da glaube ich schon, dass es dem zugutekommen würde, die traditionellen Lebensmodelle zu hinterfragen, auf ihre Funktionalität in einer modernen Gesellschaft und zu versuchen, neue
Wege zu gehen. Also ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Wir können nicht nur am Öffentlichen arbeiten und das Private in den althergebrachten Formen belassen, weil dann kriegen wir genau diese Probleme. Jetzt mal als Beispiel, ein ganz alter Begriff, Doppelbelastung. Karrierefrau, die gleichzeitig perfekte Mutter sein muss. Ich meine, wenn wir nicht anfangen zu überlegen, wie wir Häuslichkeit anders strukturieren, wie wir Kindererziehung anders strukturieren, wie wir Familie anders strukturieren, ich meine, dann würde sich dieses Problem von sich aus lösen müssen, weil dann diese Konzepte nicht mehr existieren würden in so einem binären, heterosexuellen, monogamen Geschlechterverhältnis. Also die Frage könnte sich in dieser Form gar nicht mehr stellen. Ich hatte jetzt keinen Awakening-Moment oder so ein Coming-out oder so ein Durchbruch, mich irgendwie als Mann vom Feminismus angesprochen zu fühlen. Ich bin irgendwie mit dem Selbstverständnis aufgewachsen und habe irgendwann gecheckt, dass ich in so einer Blase lebe und die ganze Welt eigentlich anders tickt. Und von dem her war so diese Haltung mir grundsätzlich immer schon nahe. Wie es zur Pornografie kam, war einfach festzustellen, welche großen Möglichkeiten dieser Bereich bietet, um gewisse Dinge zu challengen und auch aktiv zu ändern, ohne jetzt ewig lang nur Debatten zu führen, sich an Details zu verheddern, sondern einfach etwas zu tun, es auszuprobieren und zu sehen, welche Eingriffe man da leisten kann. Ich meine, mit Pornografie kann man, Porno kann so vieles sein. Mit Porno kannst du andere Rollen zeigen, andere Formen von Begehren, von Sexualität. Also der kann, das kann durchaus auch einen Bildungscharakter haben, wenn man so möchte, wo man Menschen ganz, ganz viel vermitteln kann, was sich dann wieder in die Gesellschaft einspeist und wo man Dinge verändern kann. Abgesehen davon, dass ich die Sexualität eines der spannendsten Arbeitsfelder finde, wo einem nie langweilig wird. Auf dem Pornoset zu arbeiten ist halt echt auch nicht langweilig. Ja, und wo es immer genug zu tun geben wird, glaube ich. Cool, danke.